Hallo Leute, Coney Island am Strand. Heute am Samstagmorgen. Ich gehe ein bisschen ins Wasser abkühlen. Es ist wenig los. Hier ist der Boardwalk. Nathan's. Sind sogar Börsen notiert. Und hier ist so ein Amusement Park, da kann man auch Achterbahn fahren. Ja, jedenfalls wichtig, dass du... Also wir sind ja im Grunde von der Evolution, wir sind ja alles Affen. Das klingt hart, ist so, wir sind Affen und wir müssen was tun. Körperlich, geistig. Ernährungstechnisch, damit es uns gut geht. Das heißt, Herausforderungen brauchen wir. Einmal wird ja empfohlen, die 10.000 Schritte zu tun täglich. Was ich mache in meinen Crocs-Schuhen heute. Und durch das Schwimmen, also hoher Aktivitätslevel jeden Tag, achte ich drauf. Ganz wichtig. Und dann geht es uns auch besser, dann schlafen wir besser. Bei der Ernährung habe ich ja schon oft gesagt, pflanzenbasiert. Bei mir ist das umgestellt, habe ich umgestellt. Also gegrilltes Gemüse, gekocht, gedämpft, Kartoffel, Zucchini, Brokkoli, Spinat, schmeckt alles toll und lecker. Käse und Milchprodukte lasse ich weg, das muss jeder selbst wissen, aber ich glaube, der vegane Lebensstil ist schon, hat schon viele Vorteile. Hey, und dann geistig, also wir müssen uns Ziele setzen und wir brauchen Herausforderungen geistige. Deswegen schreib auf, was du erreichen willst im Leben. Halt's fest und da ist eine unglaubliche Kraft dahinter. Das wirkt, das funktioniert. Das wird oft unterschätzt, was für eine gewaltige Wirkung das entfalten kann. Ja, vor allen Dingen, wenn es uns nicht so gut geht, immer positiv versuchen zu denken, positive Ziele. Wir müssen uns lieben, uns mögen, unseren Körper mögen, unsere Seele. Wir müssen versuchen, zufrieden zu sein. Auch wenn schlimme Schicksalsschläge uns heimsuchen, müssen wir positiv nach vorne schauen. Das braucht der Geist. Und hey, jeder hat mal Downtime. Jeder ist mal ein Downer. Das heißt, dass du schlecht drauf bist. Aus welchen Gründen auch immer. Es gibt auch ganz schlimme Schicksalsschläge oder schwere Schläge für uns psychologisch. Wenn sich der Partner von uns trennt, die Partnerin, wenn jemand stirbt, das gehört zum Leben dazu. Solche Schicksalsschläge und müssen wir das Beste draus machen. So doof das klingt, aber wir müssen wieder aufstehen und uns durchs Leben positiv kämpfen. Hey, und wenn wir die drei Sachen haben, das Geistige, das eigene Ich, das Körperliche, die Ernährung, dann kann es ja nur besser werden. Und dann, wenn wir an allen dreien arbeiten, und wir brauchen das, unser Geist und unser Körper braucht das, diese Arbeitsaufgaben, dann geht es uns besser. Und auch finanziell, wenn du was erreichen wir? Schreib die Ziele auf, da ist eine unglaubliche Kraft dahinter. Schau dir deine Zielliste an und woran du arbeitest. Es funktioniert. Bei mir hat einiges funktioniert und das ist echt total überraschend. Ich hätte eigentlich die Ziele viel höher stecken sollen. Im Nachhinein. Tja, hier sind rote Fahnen aufgestellt. Das heißt, die Stadtverwaltung möchte nicht, dass man hier ins Wasser geht. Man sieht das hier. Im Grunde ist die
der Strand ja noch fast gesperrt, gell? Aber halten sich die Leute dran? Ich weiß nicht. Es ist noch kühles Wasser. Das ist mit Sicherheit noch kühl. So schaut es hier aus. Coney Island in Brooklyn. Da brauchst du von Manhattan im Finanzviertel 45 Minuten mit der U-Bahn. Mit dem Uber-Taxi geht es schneller. Das ist total schön hier. Und hier kann man auch toll einkaufen. Hier gibt es so kleine Bodega-Stores, so von Gemüse, Früchte, so kleine Self-Service-Buffets gibt es hier auch, total günstig und frisch, frische Salate für ein paar Dollar. So kann man sich ja selbst rausschöpfen, ist echt lecker. Kleine Bodegas, Brighton Beach. Direkt ein Block vom Strand entfernt. Das sind alles Immigranten aus der ehemaligen Sowjetunion, die meisten zumindest. Hey, hey. Oh, spät? Blueberries, Blackberries, Heidelbeeren für 1 Dollar. Hier sind ganz viele Bodega-Geschäfte. Kyrillische Schrift. Müll. Hier ist eine Bäckerei sehr zu empfehlen, La Brioche. Ja, hallo Leute, das ist Brighton Beach. Hier gibt es ganz tolle Villen und auch ältere Häuser, die hergerichtet sind, weil hier war mal alles überflutet. Sandy, vor einigen Jahren war ein Sturm, Sturmflut gab es da und da sind die Wellen hochgeschlagen, haben alles überflutet. Das ist ein ganz toller Strand eigentlich hier und da drüben ist die Masse an Leuten. Hier angeln ein paar und das sind auch ganz alte Häuser. Ist eine coole Gegend. So
Ich denke mal, einfache Häuser kriegst du hier vielleicht für 800.000 Dollar, 1 Million. Und so eine Villa könnte schon deutlich mehr kosten. Aber hier kriegst du in der Gegend Wohnungen gar nicht mal so teuer zur Miete, vielleicht schätzungsweise so 70 Quadratmeter für 1.500, 1.700 Dollar. Hier sind Jetskis und Angler. Und hier drüben ist die Public Beach. Ja, das Ganze heißt Brighton Beach in Brooklyn. Das sind nur so 40 Minuten oder so mit der U-Bahn von Manhattan kommend. Vielleicht eine Stunde. Ist ziemlich friedlich und ruhig hier. Und man kann ganz toll einkaufen, weil es halt viele Bodegas gibt. So kleine Geschäfte. Und sehen viele russische Einwanderer hier. Das heißt auch Little Odessa ist der Spitzname für die Gegend. Es waren Juden aus Russland, die hier emigriert sind vor 20, 30 Jahren, 40 Jahren. Und deswegen gibt es bei den Geschäften auch viele in russischer Schrift Zeichen und Marken und